Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Rome 2 Rise of the Republic. Tja, das hier sind die römischen Abtrünnigen, oder das werden sie bald gewesen sein. Kann gut sein, dass sie Ostia noch angreifen, aber ich glaube nicht, dass sie dann eine großartige Chance haben. Wir halten jetzt hier auf jeden Fall erstmal hier Kaiseri, haben auf jeden Fall genügend Geld, um uns hier zu behaupten. Und ja, müssen jetzt auch in der nächsten Runde hier erstmal wieder zurückziehen nach Esernia. Ich weiß gar nicht, wie die Stadt heute heißt. Gibt es sie überhaupt noch? So, das war die Rebellion. Die wurde wieder niedergeschlagen. Solche Rebellionen schlägt man immer wieder gerne nieder, weil das bringt Erfahrung und ist kostengünstig. Deswegen macht die KI das ja auch. Frieden Neapolis. Ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm. Doch davon habt ihr nur wenig übrig. Was? Boah, ey. Also das ist... Also ganz im Ernst. Das ist so ein Spruch. Ehre und Ruhm, dafür habt ihr nur wenig übrig. Ey, das ist unglaublich, ey. Weißt du, wenn du mit solchen Worten kommst und um Frieden bittest, dann musst du froh sein, wenn dir nicht gleich der Kopf abgeschlagen wird, ey. Ohne Witz. Also das ist ja mal echt krass, ey, was der hier gerade vom Stapel gelassen hat, ey. Ja, Streit seine Entscheidung. Ist kläglich an Logik. Ich kann dem nicht zustimmen, auch wenn es die Götter beunruhigen wird. Seine Entscheidung, ganz im Ernst. Rebellion, ja, wurden niedergeschlagen. Warnung, Schutz verfällt. Ey, ohne Witz, wir haben gerade eben den ersten niedergeschlagen, jetzt verfällt der Schutz des anderen schon wieder. Hier gibt es dann jetzt auch eine Rebellion. In Samium gibt es ebenfalls bald... Lol. Ein wandernder Stamm der Helvetier in Clavenna, wo es auch immer das ist. Ja, muss... Boah, ey, ganz im Ernst. Warum bekomme ich solche Meldungen überhaupt? Das ist ja nicht einmal in der Nachbarschaft. Ich habe keine Ahnung übrigens, warum das jetzt hier gerade eben los ist. Ach so, was ich jetzt übrigens nochmal gelernt habe, was mir gesagt wurde. Ich muss die Typen hier so aufstellen, damit sie meine Leute trainieren. Nur wenn ich das hier aktiviere, das hier mache, wirken ihre Fähigkeiten. Ja, das habe ich auch nicht mehr gewusst, denn in den nachfolgenden Teilen musste man das ja so nicht machen. So, warum habe ich jetzt hier immer noch so krass? Also ich könnte die jetzt hier natürlich von der Besteuerung ausnehmen. Aber ich will es nicht. Hier wird es wieder Stress geben. Was ist denn da gerade eben los? Was ist der Grund? Ich kann das nicht aufmachen. Ich krieg nicht raus, warum die, glaube ich, so stinkig sind. Ich werde es nicht rauskriegen. Boah, wir sind hier echt 50-50. Boah, die haben sogar mehr als wir. Das ist aber nicht gut. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, warum die gerade mehr als wir haben, aber ich finde das nicht gut. Das hier ist das Haus der Claudier. Es gibt aber noch mal ein weiteres Haus, aber die haben überhaupt gar keine Macht. Was kann ich mit diesem Typen hier machen? Der kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ist das mein General? Ich glaube, das ist mein General. Wir sind die Männer Roms. Ja, das ist mein General. Ach du Scheiße, deswegen haben die so eine Macht. Ich hoffe mal, dass das jetzt keine Probleme mit sich bringt. Wäre ein wenig ärgerlich. So, die Truppen hier regenerieren sich. Hier drüben dauert es noch eine Weile, bis das alles gebaut ist. Runde beenden. Ja, Mai. Dann ist es halt so. Machen die halt ja ihre eigene Rebellion weg, ne? Die Nachbarino ist niedergemetzelt. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Sklaven. Kann gut sein, dass ich zu viele Sklaven habe.
Aber das Spiel zeigt es einem halt leider auch nicht wirklich gut an. Es ist interessant, wie es EA geschafft hat, gewisse Dinge zu verbessern und andere Dinge im Gegensatz dazu wiederum zu verschlechtern. Also generell bei der Total War Serie. Rebellion! Oh mein Gott! Ich glaube, die wurden schon niedergeschlagen. Rangerhirt Medullinus Ulpius Julius. Wie kann ich euch dienen? Ah, das ist der. Rebellion bevorstehend. Och, jede Runde jetzt. Ludi Plebii. Nachdem die Römer die Herrschaft der etruskischen Könige 510 vor Christus beendet und die Republik gegründet hatten, lag die Politik in der Hand der aristokratischen Patrizier, die sich weiterhin von der Masse der freien römischen Bürger, den Plebejern, abhoben. Erst nach Auflösung der Standeskämpfe im Jahre 287, da sind wir noch ein bisschen weit davon weg, erhielten die Plebejer politische Repräsentation und in vielen Belangen Gleichberechtigung mit den Patriziern. Als Demonstration ihres Stolzes und ihrer Identität organisierten die plebejischen Ädilen das Amt der öffentlichen Ordnung und der Feste, die Ludi Plebii oder die plebejischen Spiele. Sie fanden jährlich zwischen dem 13. und 17. November im Circus Flaminius statt. Zu ihnen gehörte ein großes Fest zu Ehren von Jupiter Optimus Maximus, gefolgt von tagelangen Theateraufführungen, Sportwettkämpfen und Reitkunstvorführungen. Ich frage mich zwar, warum wir das jetzt schon haben, denn wir sind eigentlich noch über 100 Jahre davon weg, aber okay. So, der hat einen Rang. Unterhaltskosten, Begleitarmee. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Warum kann ich das nicht ausbauen? Ab Rang 4, okay. Was kann ich denn da machen? Unterhaltskosten für eine Einheit in Begleitarmee basiert auf eurer Autorität. Steuersatz. Mehr Geld stehlen. Ich nehme das hier. Ich nehme den jetzt dann tatsächlich in die Armee da oben mit rein. Der soll die Militärverwaltung machen. Wer ist das hier? Die sind die Sabine. Wir werden euch gut dienen. So, kann ich jetzt hier inzwischen bessere Truppen ausheben? Nein. Weil es ja alles noch mindestens eine Runde gebaut werden muss. Sind also noch eine Weile beschäftigt hier. Da sind wir auch eine Weile beschäftigt. Ich guck mich nur um. Währenddessen die Jungs hier so zusammenschmelzen. Wir haben mal wieder gerade eben eine ganz ruhige Phase. Ja, ruhig ist relativ. Wir haben ja halt ständig Rebellion. Was halt mega nervig ist. Jetzt hier wird es langsam besser. Schauen wir mal, was die nächste Runde bringt. So, Casinium, Grafinium. Alles ruhig an der Stelle. Was ist mit Tara? Taras, was ist mit denen? Ich habe schon so lange nichts mehr gehört, dass ich schon ihren Namen nicht mal mehr richtig weiß. Die Hernik hier. Die Herniker, Entschuldigung, die sind da laufen das hier gerade eben durch. Okay, okay. Da fand gerade eine Schlacht statt in meiner direkten Nachbarschaft und Aufstand in der Hauptstadt. In der Hauptstadt gibt es einen Aufstand. Ihr glaubt, dass er von einer der anderen politischen Parteien angezettelt wurde. Wie reagiert ihr? Aufstand niederschlagen, öffentlich anklagen. Ich klage öffentlich an. Rebellion bevorstehend, ja, das kennen wir schon. Aber wir haben hier die Taichuner und die Herrniker, die das wahrscheinlich für mich hier einfach erledigen werden. Hey, geil, warte mal, ich kann... Besorgen. Wow, plus 8 öffentliche Ordnung. Das wäre voll cool. Aber vorher... Ich will das hier ausbauen. Dann habe ich hier nochmal eine zweite Position, wo ich Leute ausheben kann. Hey geil, die haben das erobert, die Teichhune. Gut, ich finde das jetzt nicht geil, aber es treibt auf jeden Fall den Gegner weiter zurück. Und das finde ich wiederum gut. Dann... Was kann denn der Typ? Der kann eine ganze Menge.
Aber das ist halt nur, wenn er in der Begleitarmee ist, ne? Das heißt, er sollte eigentlich doch wieder in der Begleitarmee sein. Er hat hier wiederum die Sache mit dem... Wenn aufgestellt, ne? Bei Aufstellung, ja, genau. Das hat er dann wiederum. Ich will mal gucken, ob ich eventuell hier nach Sipios gehen kann. Taras hat auf jeden Fall schon richtig Trouble. Wie kann ich gehe mit dem mal spähen. Ich bin am Ziel meiner Reise. So, was forschen wir denn gerade eben eigentlich? Ah, wir forschen jetzt hier gerade eben das hier. Weniger Unterhaltskosten. Können wir Spione machen, Militärlager verbessern, Bewegungsreichweite geht auch noch besser. Und die Rekrutierung ist eigentlich ein generell allround gutes Technologielevel. Mhm. Ich finde es immer so geil, dass ich jetzt hier so eine Polybolos habe. Aber den Bug kannte ich damals schon. Ich glaube, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es ein Bug ist. Ich glaube, man erobert unter Umständen einfach zurückgelassene Artillerie. Das ist, glaube ich, das, was in dem Spiel, hier halt passiert. Du eroberst sie, wenn der Feind sie halt einfach quasi, also wenn du den Feind halt schlägst. Nehme ich. Ganz ehrlich, ne, das nehme ich. Also habe ich keinen Stress mehr. So, Neapolis. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ihr habt doch so nach Frieden gebettet. Sprecht wohl, denn schlechte Diplomatie ist langweilig. Die wollen das Geld nicht sagen. Hermes hat uns mit Wohlstand gesegnet. Versucht nicht, uns zu erkaufen. Wir sind keine römischen Huren. Nee, ihr kauft euch den Frieden. Ihr habt so rum, ihr kleinen Huren. Also, Entschuldigung, den Ball musste ich kurz zurückspielen. Das geht einfach nicht anders. So, die Venetier. Was ist mit den Venetern? Kann ich mit den Venetern jetzt handeln? Der Tag grüßt euch. Sprecht. Ihr habt oh, die wollen das sogar das ganz dringend. Volkes. Dann würde ich mal sagen, das kostet aber ein bisschen was. Ja, ich muss Gold eine andere kann Summe ich machen. Die Schwerter des Staates abwenden oder die Meinung eines ehrwürdigen Volkes ändern. Warum kann ich nicht von Hand was eingeben? Boah, ist das doof. Ich hasse das. Das sind so Dinge, die finde ich kacke. Oh, ein Schutzbündnis. Nee. Militärischer Zugang? Ja, komm. Jetzt sehe ich nämlich sogar noch ein bisschen mehr. Irgendwelche Piraten. Jetzt sehe ich nämlich mehr, verdiene mehr Geld. Syrakus. Hallo Syrakus. Tja, das ist eine Region. ja, hier gibt es sonst nicht so viele, die mich wegen Alalia finden, mich immer noch total knorke. Ihr kommt als Freund. Wir wählen unsere Freunde mit Bedacht, aber ich werde euer Angebot erwägen. Was kann ich denn zahlen? Ich will nur gucken, ab wann es moderat wird. Nicht so früh. Ich glaube, das wird gar nicht moderat. Die wollen schlicht kein militärisches Bündnis mit uns. Ne, die wollen keins. Schade. Schade, schade. Dann Runde beenden. Aber wir verdienen jetzt 1300 wieder pro Runde. Trotz zwei Armeen. Naja, die eine Armee ist nicht ganz vollständig. Ich finde es gut, was meine Verbündeten und Nachbarinos hier machen. Das befriedet alles so ein bisschen hier. Was wollen die denn? Sterben, so wie es aussieht. Yo, guck mal. Jede Menge Treibholz. Wer es findet, darf es behalten. Die werden hier sofort versklavt. Ich meine, sie hätten ja auch einfach mal aufgeben können, ne? Das fehlt noch so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb der KI. So ein bisschen zum, wir geben auf, lasst uns leben, wir machen ja, was ihr wollt. So, extreme Unzufriedenheit, Rebellion, wurde, glaube ich, wieder niedergeschlagen. Forschung abgeschlossen, Tribuni, Militium. Ja, spart uns 200, ne? Wir machen jetzt wieder 200 mehr. Schutz verfällt,
Aufstand in der Hauptstadt, Haus der Claudier. Die beschuldigte Partei hat etwas Einfluss verloren und steht jetzt auf keinen guten Fuß mit euch. Die anderen Parteien scheinen euer direktes Herangehen hingegen zuzustimmen. -5 Senatoren für Haus der Claudier, -10 Loyalität für 5 Runden. Das war, glaube ich, gar nicht so unwichtig, dass ich das getan habe. So, will ich das hier auch noch gleich ausbauen? Why not? Nahrung haben wir genug. Ich möchte gucken, ob die hier eine Armee stehen haben. Die Herniker stehen hier rum. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich diesen Verein hier einfach erobern kann. Wir gehen mal weiter. Die Sabiner stehen hier auch rum. So, jetzt habe ich ihn mal aufgestellt. Mal gucken, ob das irgendwas bewirkt. Die werden hier schon belagert von den Sabinern. Also die Sipios möchte ich auf jeden Fall mir noch holen. Also die haben jetzt echt einen Fehler gemacht, die Taras, ne? Die waren am Anfang stark, haben jetzt mit zu vielen Fraktionen Krieg bekommen und gehen deswegen jetzt hier sang- und klanglos unter. Ich mache jetzt das hier noch. Und das hier. So. Geld. Aufgebraucht. Nicht, dass es jetzt das Ziel war, aber es ist so. Achso, wir können ja forschen. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben eine militärische Sache, glaube ich, gelevelt. Wir haben jetzt hier nochmal 3% Bewegung. Ne, das hier haben wir gemacht. Was können wir denn da machen? Unterhaltskosten für alle Armeen. Mehr Rüstung. Gibt uns dann die Möglichkeit, Akademiker, Militäre und Kampfposten zu machen. Das möchte ich halt haben. Die besten der besten Einheiten machen können. Das wäre so super. Lass uns das machen. Ich möchte mal gucken, was die Römer in dieser Zeit... Also wie gesagt, wir haben ja jetzt schon Ensis-Zenturien und so ein Käse, ne? Also was heißt so ein Käse? Also diese mega krassen Einheiten hier. Veteranen-Zenturien. Was kommt denn danach noch? Ich kann es mir gar nicht angucken. Wir müssen im Grunde schauen, was uns das dann ermöglicht. Beziehungsweise kann ich... Wenn ich da jetzt drauf gehe... Nee, ich kann es nicht irgendwie aufrufen. Wir müssen warten, bis wir es gebaut haben. Das ist ein Surprise, Surprise. Gut, das ist die Art von Überraschung, die ich mag, wenn es einfach nur besser wird. Wobei, es ist dann auch wieder keine Überraschung mehr, ne? So muss man ja auch mal ehrlich sein. So. Eigentlich waren es zwei Schlachten, die wir mit Taras geführt haben. Die haben es entschieden, die haben die ruiniert. Die sind uns abgeprallt. Wie einem Prellbock. Warum kann ich das hier nicht verbessern? Weil ich ein Gebäude brauche, beziehungsweise eine Technologie. Erforderliche Technologie noch nicht erforscht. Führe einen Linksklick aus, um die Technologie für diesen Gegenstand anzuzeigen. Hello there, das da brauche ich also. Wären nur 6 Runden. Ja, machen wir danach, wenn wir die Militärtechnologie weiterentwickelt haben. Wir sind Römer, verdammt. Wir brauchen Militärtechnologie. So. Ja, Taras. Du verlierst jetzt hier nochmal eine Stadt. Die Verteidigungen fallen. Also das berechne ich. Ganz im Ernst. Tot. Sipius gehört uns. Der Stiefelabsatz von Italien. Yes, Imperium! Eure Macht kennt keine Grenzen. Ihr könnt nun zusätzliche Armeen, Flotten und Agenten erhalten, sofern wir das Geld dazu haben, und mehr Provinzerlasse erteilen. Ausgezeichnet. Jetzt können wir 6 Armeen haben, 4 Flotten. Ja, jemals, ne? Die Anzahl der verordneten Erlasse pro Runde 4. Gut, man sollte erstmal so viele haben. Jetzt können wir das hier machen. Das ist eine Salzmine. Oh, das ist cool. Fischmarkt. Na, den muss ich kaputt schlagen. So doof es auch ist. Mach einen Händler hin. Was ist denn das hier? Vorratsgrube. Kann man mal Landwirtschaft hier betreiben. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier geht's. Ach nee, das ist noch gar nicht der Stiefelzipfel. Das ist nur so die Spore. Okay. Ich lasse ihn hier mal ein bisschen weiter belagern. Ich hätte zwar die Stadt gerne.
Aber es ist auch okay, wenn ich es jetzt gerade nicht... Oh, krass. Das sind diese ganzen Nebenstädtchen, die ich mir holen könnte. Mhm. Minus 12. Ich hoffe, dass hier meine Verbündeten ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, sie tun es nicht. Wie kann ich Rom dienen? Für Rom würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Für Rom würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Ja, ja, du hast keine Ahnung, dass du dafür wahrscheinlich 200 Runden brauchst. Meine Streitkräfte gehören auf. Der würde nicht so viel labern, wenn er wüsste, was das bedeutet, was er da von sich gibt. So, ich gehe mal hier wieder zurück nach Ostia. Ich habe keine Ahnung, warum wir es hier in Rom gerade eben so viel Minus machen. Geld. Ich bin ja schon ganz unten. Ganz im Ernst, wenn ich... Wenn ich das dürfte, ey, ohne Witz. Das wäre so cool. Ich habe, glaube ich, echt zu viele Sklaven. Ich muss saumäßig aufpassen. Ich habe zu viele Sklaven. Überall wird es jetzt hier negativ. Kann aber auch an den Claudiern liegen. Sag mal, sollten die Claudier nicht einen Einfluss verloren haben? Was soll denn die Scheiße, ey? Wieso gewinnen die an Einfluss? Ach, weil er ein Claudier ist. Warum kann ich ihn... Fördern, sichern, Intrigen. Befehle ich eine Streitkraft und deswegen kann ich... Hä? Ich habe echt den falschen Typen zum General gemacht, ne? Furius, irgendwas, Brutus. Das ist halt ein echtes Problem, ne? Ich habe den... Der hat... Ich ziehe mir im Grunde meinen eigenen Konkurrenten hoch. Ich will den irgendwie adoptieren. Was? Freizeit? Organisiert Spiele, Diplomaten entsenden, Ehepartner suchen, scheiden, Erbe an euch reißen, bilden, Erben erklären, verkündet, wer die Dynastie übernehmen wird, adoptieren! Nicht verfügbar für Mitglieder einer nicht herrschenden Partei. Was? Was? Heißt es jetzt, ich kann es nicht machen, weil er nicht herrscht, oder heißt es, ich kann es nicht machen, weil ich nicht herrsche? Das macht die ganze Sache für mich ja irgendwie absurd. Ich kann mir seine Loyalität sichern. Ich würde halt gerne wissen, wie loyal er ist. Was passiert, wenn ich jetzt das hier mache? Ernennt Konsuln oder einen Diktator, der sich... Warte mal. Mindestens einen Charakter mit einem Gravitas von 20. Mindestens einen Charakter... Nee, kann ich alles nicht machen. Okay. Haben wir alles nicht in unseren Möglichkeiten. Ich muss eigentlich meinen eigenen General, diesen Elite-General, in den Tod schicken. Befürchte ich. Ich muss den irgendwie loswerden. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. In anderen Spielen geht das relativ easy. Erpressung. Ein Mitglied eurer Familie wird erpresst. Nichts unternehmen, gibt Gravitas Minus oder Gerücht widersprechen, kostet mich 3770. Ja, nee, ist klar. Überhaupt nicht lächerlich, diese Kosten. Die Veneta, mit denen kann ich nicht mehr handeln. Rang erhöht. Spurius Tucius Potitus. Ich lebe, um Rom zu dienen. Aha. Warum habe ich den? Ja, es gibt wieder irgendwelche Rebellionen. Der hier macht Zolleinkommen durch Handelskommen, Fraktionsweit, Handelserlasse, bla bla bla, Wachstum, lokale Provinz.
Steuersatz. Ich möchte, dass die Unterhaltskosten für diese Armee hier gesenkt werden. Deswegen geht das hier in die Militärverwaltung. Streitkräfte gehören euch. Also das ist, glaube ich, einer aus meinem Haus hier, der Dings. Dieser General hier. Toll. Das ist der Spurius Furius Medulinius. Moment. Ich muss mich halt auch mal um die Politik ein bisschen kümmern, ne? Charaktere. Wo finde ich den Haus der Furier? Marcus Furius Camillius. Das ist doch einer aus meinem Haus. Aber er gehört zum Haus der Claudier. Warum? Konsulartribun. Er ist aus meinem Haus, aus meiner Familie. Er gehört aber zum Haus der Claudier. What the fuck? Was soll denn der Scheiß? Ist der Bruder von ihm hier? Verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Warum ist der plötzlich... Warum ist der in einem... Keine Ahnung, ohne Witz. Also da komme ich gerade nicht dahinter. Wahrscheinlich wurde er mal irgendwie adoptiert und ich konnte es nicht verhindern oder so ein Käse. Hm. Verkacken hier gerade eben die, Entschuldigung. Die Dingens. Ziviler Hafen wird hier gebaut. Das hier gibt eine Rebellion in der nächsten Runde. Deswegen gehe ich jetzt hier mal ganz, ganz schnell wieder zurück. So, ja, es gibt ja nur noch minus 7. Ich frage mich immer noch, warum es hier so viel Minus gibt. Wie kann ich Rom dienen? Das ist teilweise extrem schwer nachzuvollziehen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ich bin am Ziel meiner Reise. So, Handel. Steuerauswirkungen insgesamt minus 1. Also die Leute zahlen ohnehin schon fast keine Steuern hier. Was ist das Problem? Eigenschaften? Nee, das, daran liegt es nicht. Ich versuche rauszukriegen, aber das Spiel informiert dich halt leider nicht wirklich gut darüber. Das ist halt echt ein winzig kleines Haus. Das Krasse ist, der ist ja auch einer von uns, ne? Die entwickeln halt quasi, so wie es aussieht, ihre eigenen politischen Ambitionen. Ach, die ist eine Politikerin. Lustig. Echt? Die haben Aufstände gemacht gehabt? Unsere eigenen Söhne? Lol. Ja, das ist typisch Rom. So, typisch Rom. Ja, hier geht gerade eben nichts. Gut, dann Runde beenden. Es gibt jetzt auf jeden Fall Aufstände und ich will das irgendwie in den Griff bekommen, aber ich weiß nicht wie. Mir sind de facto die Hände gebunden. Galöppel, galöppel. Rebellion! Oh yeah! Da sind sie auch schon, die Rebellierenden. Die Rebellanten! Kann ich die eigentlich so angreifen? Nope. Aber ich kann schon mal hier hingehen. So, wenn ich mich hier bin, dann kann ich nächste Runde an sie ran. Was macht? Ich bin der Held. Hier, Taichuna blutet immer noch hier so fröhlich vor sich hin. Wird das hier wahrscheinlich nicht übernehmen können, überrennen können.
will ich ja dieses Geld ausgeben? Lohnt sich der Scheiß? Tendenziell nicht. Überall nur noch Minus. Minus 6 Runde. Hier ist der einzige Ort, wo wir es hinbekommen, dass es nicht Minus wird. Na, ich möchte das hier machen. Hier dicke, fette Boni bei Rekrutierung, ne? Na gut, meine lieben Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr wisst, woran das liegt hier vielleicht gerade eben, dass wir jetzt hier so unglaublich massive Minus haben oder Mali haben auf die öffentliche Ordnung. Ich persönlich tippe, dass es irgendwas mit dem Haus der Claudier zu tun haben könnte, dass sie so stark sind, oder dass wir einfach zu viele Sklaven haben. Aber beides wird mir auf den ersten Blick nicht so ganz klar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Ade.